Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight. Welly, welly, welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gucke ich mir wieder eure Dreamsnaps-Ergebnisse an und zwar zu einem sehr interessanten Thema und zwar zu den Casita-Bildern. Da haben wir jetzt ja Mittwoch die Belohnung erhalten. Ich habe zum Glück 4000 Mondsterne bekommen. Danke, danke, danke an alle, die für mich abgestimmt haben, wenn es da welche gibt, die es getan haben. Ich freue mich sehr. Habe auch wirklich nur so ein klassisches Casita-Bild gemacht, ne, mit den Pflanzen, Holzmöbeln und so weiter. Es gab aber auch welche, die haben die Gabenbilder gemacht. Genau, weil eigentlich waren ja Gaben gefragt. Man sollte da irgendwie eine Fähigkeit einbauen oder ein bestimmtes, wie nennt man das, einen bestimmten Style. Vielleicht so ein Unterwasserbild oder irgendwie ein Talent oder sowas. Ich habe einfach ein ganz schlichtes Bild gemacht. Ich habe den Film, wie gesagt, einmal mal gesehen. Ich hatte keine Ahnung mit diesen Gaben und so weiter. Ich glaube, die meisten hatten davon auch keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute abgestimmt haben, die eine Gabe eingebaut haben. Wir haben ja auch ein Unterwasserbild zum Beispiel gesehen oder zwei Unterwasserbilder, die mir zu sehr aussahen wie Ariel oder wie ein Unterwasserbild. Ne? Da bin ich gespannt, ob die Leute das gecheckt haben mit den ganzen Gaben. Ich freue mich aber, wenn welche mit Gaben auch viele Mondsteine bekommen haben. Ne? Das heißt ja, dass die Leute doch aufmerksam sind und doch darauf achten. Ne? Trotzdem, wie gesagt, finde ich, man muss das Ganze in so ein Zimmer einbauen. Also was ich erwarte bei so einem Thema, das muss irgendwie in ein Zimmer sein. Ich meine, das steht ja auch in der Beschreibung drin, weil viele auch geschrieben haben, man kann sich natürlich da frei austoben. Man könnte auch draußen irgendwie ein Bild machen. Das wäre ja im Film auch so. Aber ich finde, man sollte sich bei Dreamsnaps schon an die gewissen Regeln halten, die die Entwickler einen auflegen, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, finde ich, wenn man alles machen dürfte bei jedem Dreamsnaps. Ne? Ich finde, man muss, wie gesagt, ein bisschen in dieser Linie bleiben, dann finde ich, macht das auch mehr Spaß, als wenn man dann immer alles darf, meiner Meinung nach. Ne? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Also ich will zumindest Wände sehen. Also man kann natürlich auch draußen Wände bauen, es muss für mich aber ein Casita-Zimmer sein. Und da drin muss eine Gabe sein, also das muss man immer noch sehen können, gerne mit Mirabelle oder sowas. Ne? Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse, ich habe ja auch schon ein paar Bilder gesehen in der Abstimmung, beziehungsweise in der Discord-Abstimmung. Postet da auch gerne eure Bilder rein. Ab morgen 19 Uhr könnt ihr da eure neuen Bilder reinposten. Und zwar die 1920er Tiana-Bilder, will ich es jetzt einfach mal nennen. Gucke ich mir Sonntag wieder an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Links in alle Kanäle und Videobeschreibung. Ja. Genau. Und wie gesagt, falls ihr mal Mondsteine braucht, ein bisschen günstiger haben wollt, guckt gerne bei meinem Partner Instant Gaming rein. Da kriegt ihr PlayStation-Guthaben, Steam-Guthaben, Nintendo-Guthaben und auch Xbox-Guthaben. Viel billiger als im Einzelhandel oder bei anderen Online-Händlern, ne? Falls ihr das ein bisschen aufstocken wollt. Viele haben schon über meinen Link etwas gekauft. Vielen, vielen lieben Dank, ihr seid so süß. Danke, danke, danke schön. Das hilft mir wirklich sehr weiter, meinem kleinen Kanal. Danke, danke. Viele von euch kennen ja auch schon Instant Gaming, haben da schon über Jahre was gekauft. Also da könnt ihr wirklich bares Geld sparen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Und macht auch gerne beim Gewinnspiel mit. Link ist auch in der Kanal- und Videobeschreibung. Läuft noch 2-3 Wochen. Danach gibt es aber auch wieder ein Gewinnspiel. Macht da sehr gerne mit. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde einfach sagen, fangen wir mal an. Ne? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr genug Mondsterne bekommen? Seid ihr traurig? Seid ihr enttäuscht? Ich bin gespannt. Michi Mausi, 4000. Genauso ungefähr habe ich es auch gemacht. Ich habe ja auch gesagt, ich glaube, diese Bilder kommen am besten an. Einfach klassisches Casita-Bild ohne Gabe. Ich habe es ja ein bisschen die Gabe der Langeweile genannt. Oder normale Gabe, weil es ist ja auch eine Gabe, so ein Zimmer zu haben. Ne? Die Gabe der Küche. Ich glaube, das gab es sogar auch. Es gab auch Küchenbilder tatsächlich. Das ist wohl auch eine Gabe gewesen, wo ich gesagt habe, das ist am Thema vorbei. Das liegt wirklich leider daran, dass ich den Film nicht kenne. Aber ich glaube, es ist immer schlau, nicht mutig zu sein. Ich finde das geil, mutig zu sein und kreativ. Aber macht am besten einfach das Thema ganz, ganz simpel. Weißt du, einfach Casita-Zimmer fertig. Da stehen die meisten Leute drauf. Gutes Bild, 4000 Mondsteine. Platz 7000, genau. Das habt ihr gesehen, Sabri Sari. 2500, ne? Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Wie gesagt, ich glaube, dieses böse, gut, böse Ding hat die Leute ein bisschen irritiert. Mich hat es auch ein bisschen irritiert, weil ich nicht wusste, was damit jetzt gemeint ist. Ist das jetzt eine Gabe? Ist das aus dem Film? Ich fand es aber ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ich glaube, du wärst da auch besser gefahren, hättest du noch mehr Casita-Style reingebracht, ne? Ist auf jeden Fall so ein bisschen da, aber es wirkt natürlich auch so ein bisschen wie ein Königshaus irgendwie, ne? Aber mir fehlt da vielleicht noch ein bisschen Casita, obwohl das auch drin ist. Schönes Bild aber. Hätte auch 4000 locker verdient natürlich, ne? Aber du kriegst so oft 4000 Sabrisari. Das wirst du, glaube ich, verschmerzen können. Du hast ja auch immer super Bilder. Schmetterlingchen, 4000. Ja, ne? Das ist auch wieder so ein bisschen klassisches Casita-Bild mit dem Holzboden, mit diesen Wänden, ne? So ein bisschen 1920er-Jahres-Style sogar. Vielleicht ist das so ein bisschen die Gabe des Gesangs oder so. Aber ich finde, das Casita gut eingefallen mit Mirabelle. Schön beleuchtet, ein bisschen Glitzer. Ja, das, man sieht einfach, da haben die Leute drauf gestanden. Wieder 4000, Dankeschön. Glückwunsch an alle anderen. Herzlichen Glückwunsch. Supi. Sieht auch schön aus, ne? Ja. Ja, ist auch, ne? Klassisches Casita-Zimmer. Bisschen königlich aber sogar eingerichtet, ne? Vielleicht auch eine Gabe. Ne? Aber Outfit sieht schön aus. Toll beleuchtet. Der Boden ist geil. Wirklich schön dekoriert. Schön clean. Schön.
auch ein sehr hübsches Bild, ne? 4000 Mondscheine. Dachte ja, ich habe das Thema auch total verfehlt. Aber freue mich sehr. Glückwunsch an alle anderen. Warum? Hä, ist doch ein super Tier. Wahrscheinlich, weil du keine Gabe eingebaut hast, ne? Ja, aber sieht super aus. Toll dekoriert. Sieht auch aus wie diese Beispielbilder oben. Ich würde mich auch immer so ein bisschen an den Beispielbildern oben orientieren. Das machen auch, glaube ich, auch viele bei der Abstimmung. Ja, muss man immer drauf achten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Deko-Abstimmung war. War Deko, glaube ich. Ne? War eine Deko. Ja, sieht auch toll aus. Klassisch. Der Boden passt, Wände passen, Deko passt, Pflanzen passen. Super, ne? 4000 Mondsteine. Sieht auch super aus, ne? Das sind halt alles diese klassischen. Hier ist auch klassisch. 2500 diesmal. Bin sehr zufrieden. Glückwunsch an alle, ne? Hätte zum Beispiel auch 4000 kriegen können. Klassisches Casita-Zimmer auch schön dekoriert. Klamotten sind nicht, dieser Poncho ist nicht ganz mein Geschmack. Ich finde ihn so ein bisschen zu schlabbrig. Da habe ich ja zum Beispiel so ein engeres Top genommen, Entschuldigung. Ne? Aber es ist auch ein sehr schönes Bild. Hätte auch 4000 kriegen können. 1500 war klar, war nicht mein Thema. Glückwunsch an alle. Finde ich aber auch ein schönes Bild. Ja, ist natürlich dann wahrscheinlich die Gabe der Pflanzen oder sowas. Das haben die Leute wahrscheinlich wieder nicht so richtig gesehen. Da dachten sich die meisten, hä, das ist doch kein Casita-Zimmer. Das ist ein Bundesgartenschauzimmer oder, ne, Gartencenter-Zimmer oder Gewächshauszimmer, aber es wäre vielleicht zu weit weg von Casita, obwohl ich sehr schön dekoriert finde. Und ich finde, man sieht auch die Casita noch so ein bisschen hier, mit den ganzen ein bisschen Holz, bisschen Pflanzen so. Mirabelle ist am Start, finde ich wichtig, ne? Ja, vielleicht waren die Leute das einfach zu wenig Casita. 4000 mit dem Thema I Love Pink im Hattrick, Platz 731, geil. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Ah, sieht auch cool aus. Alles in Pink gemacht. Ne? Das hat natürlich jetzt wieder mehr Casita-Charme als das Bild von Yasi. Mit den Holzmöbeln, paar Pflänzchen. Das alles in Rosa. Ist auch schön. Auch ein schönes Bild. Ne? 4000 Mondsteine. Freue mich sehr. Glückwunsch euch an alle anderen. Auch schön. Ja, guck mal. Sieht auch geil aus. Die Klamotten sind toll. Toll. Beleuchtet Mirabelle. Auch schön dekoriert. Sieht auch klasse aus. Ja. Carry Me. Glückwunsch an alle. Mochte das Thema gar nicht. Also habe ich nicht mit vielen gerechnet und trotzdem 4000. Also happy. Auch klassisches Casita-Zimmer. Ich glaube, man ist einfach damit am besten gefahren. Haben wir denn mal ein paar so richtige Gabenbilder? Nach langer Durchstrecke mal endlich wieder 4000. Herzlichen Glückwunsch. Kam endlich das Ariel-Bündel. Auch ein schönes Ding. Finde ich auch schön. Ein bisschen Gabe der Pflanzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? 4000 hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, warum? Ist doch super. Freue mich ja. Lässt ja natürlich auch wieder 4000 Mondstein. Auch ein schönes Bild. Na, auch klassisch Casita. Ja. Klassisch Casita. Sieht auch klasse aus. Muss man nicht sagen. Ne? Manche können es halt. Hier, jetzt wird es interessant. Was lernen wir daraus? Nicht nach dem Thema erstellen, sondern sich lieber der Mehrheit anpassen. Schade, sehr enttäuschend. 1500 Mondsteine. Aber ich finde das sogar noch eine relativ gute Bewertung. Ne? Ja. Ja, das Thema ist natürlich schon getroffen. Man kann da echt drum streiten. Es ist wahrscheinlich die Gabe des Unterwasserseins. Aber ich glaube, das haben viele einfach nicht gecheckt mit diesen Gaben. Man muss halt denken wie ein Otto-Normal-Abstimmer. Man muss halt ganz simpel denken. Da steht Casita, Mirabelle, bla 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 bla. Casita-Zimmer bauen. Sich an den Beispielen orientieren. Wirklich nicht mutig oder kreativ sein. Man muss denken wie 80% der Masse. Weißt du, und die sehen da drin einfach ein Unterwasserbild. Die sehen Taucher, der unter Wasser ist. Und sehen Mirabelle. Aber die denken sich, hey, wo ist jetzt die Casita? Das sieht gar nicht aus wie auf den Beispielbildern. Das ist mir zu weit weg davon. Ne? Ansonsten ist ja wahrscheinlich die Gabe sehr gut getroffen. Ich würde jetzt zum Beispiel als ahnungsloser Typ, wenn ihr mir das nicht geschrieben hättet in den Kommentaren mit den Gaben, ich hätte das nicht mitbekommen. Wirklich. Ich hätte das nicht. Ich hätte das auch gar nicht. Es stand zwar im Text, aber ich hätte diese Gabe gar nicht irgendwie in diese Zimmer rein projiziert und irgendwie gar nicht gecheckt. Ach, das gehört zum Film. Ach so, ich dachte, das steht da einfach nur. Setze deine Gabe um, bla bla bla. Habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Weißt du, ich glaube, das darf man den Leuten gar nicht so übel nehmen. Ne? Vielleicht ist der Film auch zu unbekannt für die meisten. Viele kennen den auch gar nicht so. Aber trotzdem schönes Bild. Ne? Zum Glück hast du noch 1500 bekommen. Hätte vielleicht auch 900 oder sowas sein können. Ne? Also ein paar Leute haben es anscheinend ja dann doch gecheckt, dass du damit eine Gabe meinst. Ne? Ja. 4000 Mondsteine, ja, ne, klassisches Casita-Zimmer, sieht schön aus. Ja, die haben einfach abgeräumt, ne. Freue mich über das Ergebnis, Zimmerbilder sind nicht so meins, ja, meine auch nicht. 2500, ja, sieht auch schön aus, ne. Vielleicht hätte ich das Fahrrad noch ein bisschen rausgestellt, vielleicht ein bisschen weniger auf dem Boden, der wäre vielleicht sogar noch besser gekommen, ne. Aber gefällt mir auch, 4000 natürlich. Ja, oder du hast vielleicht die Gabe der Pflanzen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz gut angekommen. Hier, die Klamotten passen. Genau das Top hatte ich, glaube ich, auch an. Irgendwie lila oder sowas. Mirabelle, schöne Pflanzen. Das sieht sehr schön aus. Ne? Und ich glaube, diese Gabe kommt besser an als dieses Unterwasser-Thema vielleicht. Ne? 2500 jetzt Patrick. Auch sehr, sehr schön. Patty, ich will einmal, dass du mal einen weiblichen Charakter machst. Das würde mich mal einmal interessieren. Mach das doch mal. Aber auch schön dekoriert. Ne?
Wieder 2500, es werden, glaube ich, keine 4000 mehr. Irgendwann, Daniela. Aber auch ein schönes Bild. Guck mal, hat ja auch 4000 locker kriegen müssen. Ne? Aber manchmal ist es halt, wie gesagt, ein bisschen Glück, neben wem man angezeigt wird, ob die Leute das Bild groß machen oder nicht, ob die schnell durchklicken. Ne? Zumindest haben ein paar meine Unsichtbarkeitsgabe erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Aber gibt es diese Gabe auch im Film oder sind das selbst erfundene Gaben? Weil ich fände, wenn man so eine Gabe macht, dürfte man eigentlich auch nur die Gaben aus dem Film nehmen. Ne? Ja. Haben es gecheckt, ne? Achso, weil man deinen Charakter nicht sieht, ne? Aber ist auch in sich ein schönes Casita-Zimmer. Ich finde, du hast halt noch den Casita-Charme beibehalten. Das finde ich gut. Ja. Aber hätte ich zum Beispiel nicht gerafft. Ich hätte jetzt gedacht, okay, er hat einfach seinen Charakter nicht fotografiert. Ne? Aber ich habe vielleicht noch Mirabelle mitgenommen. 900 Mondstein, das ist eine Enttäuschung. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Hätte mehr kriegen müssen. Ich würde jetzt aber auch in erster Linie kein Casita-Zimmer sehen. Für mich wäre das jetzt Thema König der Löwen. Ne, das wäre jetzt für mich hauptsächlich Baue ein König der Löwenzimmer. Ich glaube, das haben die meisten Leute halt auch wieder da drin gesehen. Da hätte ich zum Beispiel eher Mirabelle mitgenommen, hätte vielleicht auch ein anderes Bett genommen, andere Fenster, ne, um ein bisschen diesen Dschungel-Savannen-König der Löwen-Charakter rauszunehmen. Das so ein bisschen, vielleicht ist es dann die Gabe des Löwen oder sowas. I don't know, ich weiß es nicht. Ne? Ja, hätte aber auch zumindest über 1000 verdient. Ist an sich ein schönes Bild, aber wahrscheinlich auch wieder zu weit weg. Ne, diese Gaben, diese verdammten Gaben. 4000 Mundstein für die Gabe des Nähens. Okay, freue mich wie ein Schnitzel. Glückwunsch an alle. Ja, finde ich aber auch gut. Aber ich finde auch ohne das Wissen, dass es keine Gaben gibt, finde ich das trotzdem ein gutes Casita-Zimmer. Weißt du, das ist noch nah dran an der Casita, darum vielleicht auch so viele Mondsteine. Und natürlich, du bist voll auf Nähen gegangen. Ja, ne? Aber trotzdem ist es nicht zu weit weg. Das mögen denn die Leute wieder. Oder jetzt checken die Leute wiederum, weißt du? Bei so einem Unterwasserbild schon schwieriger, ne? Glückwunsch an alle, die sich freuen dürfen. Ich habe mein bislang schlechtestes Ergebnis. 1200 ist doch voll gut. Mein schlechtestes war, glaube ich, mal 600 vor einem Jahr oder sowas, ne? Und sogar draußen Bild gemacht. Wahnsinn. Krass. Mirabelle aber zumindest mit. Aber ich meine, du hast zumindest noch den Charme eines Zimmers. Das finde ich gut. Du hast zum Beispiel noch Wände genommen und so weiter. Und ich habe auch Bilder gesehen, die haben einfach ein Bild mit dem Dorf gemacht. Das haben wir auch bei der Abstimmung gesehen. Weißt du? Sehr viele Sachen. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Vielleicht auch noch ein bisschen Boden gelegt oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Gabe das ist. Vielleicht die Gabe des Haustieres oder des Streichelzoos. Also schreib's gerne in die Kommentare, falls ich das nicht so ganz checke. Interessiert mich sehr. 4000 Mondsteine, das sieht auch schön aus. Ja, klasse. Guck mal, toll beleuchtet, toller Charakter. Ja, klassische Casita kam wirklich am besten an. Das haben wir, glaube ich, auch gesehen. Tami, 4000, auch schön. Die Gabe des Sandes oder die Gabe des Wüstes, auch toll. Sieht auch schön aus. Aber trotzdem hast du den Casita-Charme beibehalten, ne? Mirabelle hätte ich vielleicht noch dazu genommen, aber auch geil. Sieht auch super aus, ne? Hier, Unterwasserbild, interessant. Yo, was lernen wir? Wirklich der Mehrheit folgen, egal ob es richtig ist oder nicht. Nein, du sollst immer dein eigenes Ding machen. Ist wichtig im Leben. Nicht immer mit dem Strom schwimmen. Vielleicht manchmal. Manchmal muss man auch mit dem Strom schwimmen, Erfolg zu haben. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das hatten wir ja auch gesehen. Mirabelle ist mal zumindest drauf. Es ist halt sehr, sehr unterwasserlastig. Mir fehlt da auch so ein bisschen der Casita-Charme. Vielleicht irgendwie noch so ein Holzboden oder vielleicht noch ein, zwei Holzmöbel, dass es nicht zu sehr unter Wasser ist. Dass die Gabe des Unterwassers da drin ist, aber in diesem Casita-Haus. Weißt du? Das wäre für mich jetzt, wenn ich das mit den Gaben alles nicht wüsste, würde ich auch sagen, hey, das ist ja voll am Thema vorbei, ist Unterwasser-Ariel-Bild. Hatte ich ja schon gesagt, ne? Schwierig. Aber immerhin 1500 Mondsteine. Also es haben auf jeden Fall welche gecheckt. Das finde ich schon mal gut. Ne? Jasmin, bin zufrieden. 2500, beides 2500. Ja, sind auch solide Casita-Bilder auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ne? 4000 sogar draußen gemacht, Monkey. Aber wie gesagt, hat auch Zimmerscham. Finde ich cool. Ne? Ja, obwohl man fast nichts von der Casita irgendwie so richtig sieht. Aber es wird wahrscheinlich die Gabe auch der Tiere sein oder der Natur, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch ein cooles Bild. Es könnte für mich vielleicht noch ein bisschen mehr Casita-Möbel oder sowas beinhalten. Ne? Aber man sieht, man kann dann auch so 4000 Mondsteine gewinnen. Ich folge lieber meinem eigenen Geschmack als der Mehrheit. Das finde ich sehr gut. Mal läuft das, mal nicht. Trotzdem bin ich mit meinem Mondstein zufrieden. Sehr gut. Finde ich auch ein schönes Bild. Hätte auch 4000 kriegen müssen. Du hast ein Zimmerbild. Finde, du hast den Casita-Charme drin mit Mirabelle, die Klamotten, paar Tierchen. Hätte auch 4000 verdient. Mach dir da keinen Kopf. Also, manchmal hat man einfach ein bisschen mehr Glück. Manchmal Pech. Vielleicht bist du auch gerade dran vorbeigeschraubt an den 4000. Man weiß es nicht, ne? Na, da sind sie doch wieder, die 4000. Das Bild stellt Julieta Madrigal da. Sie hat die Gabe, Menschen mit Essen zu heilen. Glückwunsch an alle anderen zu ihrem Gewinn. Geil. Ja, auch ein schönes Bild. Toll. Ist sogar im Zimmer gebaut. Wahnsinn. Ja, sieht auch richtig groß aus, so vom Scale her. Auch schönes Ding. Sieht auch super aus. Klasse.
Linda, 4000. Ja, ich freue mich. Glückwunsch an alle. Nicht so traurig sein, wenn ihr nicht so viele Mondsterne bekommen habt. Genau. Ja, das wird schon. Auch ein schönes Bild. Ja, wunderbar. Klassisches Casita-Zimmer. 4000. 2500 hätte auch mehr kriegen können. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch, ob wir nochmal irgendwas Spektakuläres finden. Na gut, ich kannte die Gabe etc. Ich bin zufrieden. Ja. Ne? Finde ich aber auch ein schönes Bild. Vielleicht ein bisschen zu königlich oder von den Klamotten her vielleicht zu viel Tiana. Man kann's nur erahnen. Ne? Ja, auch schönes Ding natürlich. Ne? 4000 sieht auch schön aus. Gina, so heißt meine Freundin. Auch schönes Bild. Toll dekoriert. Charakter sieht geil aus. Toll beleuchtet. Glitzer. Schön. Auch sehr, sehr schön. 4000. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich aber auch ein tolles Bild. Hätte ich mit gerechnet, Michelle. Man darf nicht immer so schlecht von sich denken. Sabri sagt, Gott sei Dank, ich hatte schon den Glauben an Dreams im Salon. Hä, warst du nicht schon hier drin? Herzlichen Glückwunsch an alle, die im Kopf hoch. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich von deinem zweiten Account oder so, ne? Stimmt. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das hier finde ich das zum Beispiel geil umgesetzt mit unter Wasser. Du hattest ja dieses gute und böse Ding. Das finde ich cool. Du hast den Casita-Charme beibehalten, aber auch Unterwasser-Thema eingebaut. Das finde ich geil. Das finde ich cool. Weil bei den anderen Bildern hatten wir ja nur unter Wasser. Und ich glaube, das hat die Leute irritiert. Und hier hast du Mirabelle dabei. Die Klamotten sind Casita-mäßig. Das finde ich geil. Da würde ich das auch eher anerkennen. Da würde ich sagen, okay, die Gabe ist in diesem Casita-Zimmer eingeflossen. Und es ist nicht nur ein pures Unterwasserbild. Das finde ich, glaube ich, das ist ein guter Kompromiss. Meine ersten 4000. Ich freue mich. Ich habe mich gar nicht mit gerechnet. Herzlichen Glückwunsch. Hab das mit der Gabe irgendwie nicht gecheckt. Ich auch nicht. Egal. 4000 auch schön, Clays-Fan, wunderbar, hier 4000, 4000, ihr habt abgeräumt mal wieder, ne, das hätte auch 4000 kriegen können, ne, das ist halt dann irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es dann liegt, dass manche dafür 4000 kriegen, manche dafür wieder nicht, ne, hier auch 4000, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, Thomas auch 4000, haben wir ja letztens eine Rally-Tour gemacht, herzlichen Glückwunsch. Er hätte niemals erwartet, dass ich dafür 4000 Mondstern bekommen würde, das ist in meinen Augen unverdient, ja. Sagen wir mal so, es ist nicht das stärkste Bild. Vielleicht würde mir noch Mirabelle fehlen. Klamotten sind auch nicht so ganz meins. Deko könnte man vielleicht auch noch ein bisschen... Man hätte noch mehr rausholen können, sagen wir mal so. Ich finde dieses mittlere Dino-Ding, also dieses Gartenfigment heißt das, glaube ich. Ich weiß, der Name ist sehr seltsam. Hätte ich vielleicht rausgemacht und da irgendwas anderes noch hingestellt. Vielleicht noch mehr Mirabelle-Sachen oder so. Aber herzlichen Glückwunsch. Hätte auch mehr verdienen können. 4000 Mondstern. Ich persönlich war nicht so zufrieden mit dem Bild. Bin jetzt aber umso glücklicher. Super. 4000, auch klasse Bilder. Trix waren auch mal richtig gute Dinger. Ja, guck mal, das sind auch klasse Bilder hier, ne? Die Gabe des Gesangs wahrscheinlich oder der Comedy. Die Gabe der Flügel sieht auch cool aus. Also du hast auch mal so deinen Style, ne? Trix geht immer so ganz nah an die Charaktere dran, also so ein bisschen näher. Finde ich auch geiles Ding. 1500, ja, auch wieder so eine Sache, auch vielleicht zu viele Pflanzen. Ich weiß auch nicht, zu viel unter Wasser. Zu viel Atlantis, zu wenig Casita-Charme. Man könnte es vielleicht daran so ein bisschen irgendwie erklären oder so. 4000 Mondsteine. Ich kann das verstehen, hatte aber auf 1200 Mondsteine gehofft. Herzlichen Glückwunsch an alle, die 4000 und mehr gewonnen haben. Und alle, die nicht so viel geglückt hatten, so wie ich. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. 900, das ist auch gemein, ne? Klassisches Casita-Bild, verstehe ich nicht. Also 1200, 1500 hättest du auch kriegen können. Ja, kann man nichts machen, leider. Nächstes Mal hast du wieder mehr Glück. Auch sehr, sehr schön. Schön, ja, guck mal, das sieht doch alles auch super aus. Natürlich ähneln die sich halt alle sehr, sehr dolle, ne? Sogar mit Rahmen, mit schwarzen, wo ich ja immer meckere, gibt's auch 4000 für. 900! Und der Vollständigkeit halber auch noch das Switch-Ergebnis. Okay, das ist natürlich ein krasser Absturz. Ja, dazu wenig Casita. Kein Mirabelle, es ist halt eher so ein, wahrscheinlich auch wieder eine Gabe. Es ist einfach zu weit weg von Casita. Es ist halt auch eher wieder so ein Zauberer-Königszimmer, würde ich fast schon sagen. Ne? Da Mirabelle hin, ein bisschen Holzmöbel vielleicht noch von der Casita. Ne? Kann ich verstehen, die 900, aber hätte auch 1200 natürlich kriegen können. Ne? Auch schön, Just Bubbles. Ich hätte mich über mehr Mondscheine schon gefunden, aber habe irgendwie damit schon gerechnet. Sekurin ist nicht meins. Och, ich finde das ganz schön. Ja, ich würde vorne, wie gesagt, hätte oben noch diese Glühwürmchen genommen oder ein paar Lampignons, ein paar fliegende. Da stehen die Leute drauf. Und ein bisschen Glitzer, hier so ein paar Blumen hingemacht. Hast du ein ganz anderes Bild, weißt du? Einfach noch mehr so in den Vordergrund reinpacken. Weißt du? Oder so ein paar Kissen hier von so einer Decke. Am besten inspirieren lassen von den anderen noch, ne? Bin so happy. Das erste Mal auf allen drei Konsolen, du hast 4K gewonnen. Hätte ich nie mit gerechnet. PlayStation 5, Xbox und Switch. Du spielst echt auf drei Accounts Disney Dreamland Valley. Wahnsinn. Also mir reicht schon ein Account. Das ist unfassbar. Das ist echt krass. Aber ist ja okay, ist auch dreimal das gleiche Bild.
Das ist auch geil. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, warum spielt ihr auf 2 bis 3 Accounts gleichzeitig? Für mich ist das ein Rätsel. Ich bin überlegen, woran das liegen könnte. Manche haben ja Bock, das Spiel zum Beispiel einfach nochmal zu spielen. Aber wenn ein neues Update kommt, spielt ihr dann das Update auf der einen Konsole zu Ende und dann auf der anderen das nochmal? Aber ihr kennt das doch dann alles schon. Also ich verstehe den Sinn nicht so ganz dahinter. Ist das einfach nur purer Spielspaß? Oder schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ne? Ich freue mich, dass ich fast 1000 Mondsterne bekommen habe. Ja, auch hier wieder das Thema. Gutes Unterwasserbild, aber mir auch wieder ein bisschen zu weit weg davon, ne? Gab es natürlich unter Wasser. Da hätte ich auch noch mehr auf Casita mehr geachtet, weißt du? Keine Ahnung, wie man das umsetzt. Vielleicht auch noch ein paar Fenster rein, ne? Du hast ja ein paar Casita-Möbel. Es hätte auch mehr kriegen können, aber. Sorry. Das war den Leuten wahrscheinlich wieder zu viel unter Wasser. Ja, leider. 4000 Mondsterne finde ich auch super. 900, naja, egal, scheiß auf das Thema. War für mich nichts. Glückwunsch an alle. Ja, auch hier. Auch hier die Problematik. Mirabelle ist da, aber es trifft für mich auch den Casita-Charme nicht richtig. Ne? Es ist halt auch so ein Mischmasch aus allem. Es ist ja sehr königlich. Auch sehr ein bisschen unter Wasser, ein bisschen Eis. Es ist halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Du hast viele Themen angestellt, dann ist es ein bisschen asiatisch durch die Tapete. Da sind 4, 5, 6 Themen drin, aber mir fehlt der Casita-Zusammenhang oder irgendwie eine Gabe. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Gabe das ist. Die Gabe der vielen Gaben vielleicht oder sowas. Es ist, glaube ich, ne, es ist zu sehr verstrickt alles. Lieber auf ein Thema dann konzentrieren, weißt du, dann vielleicht nur unter Wasser, nur kochen, nur unsichtbar sein. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, die Leute waren, glaube ich, einfach irritiert von dem Bild, kann ich mir vorstellen. Auch ein sehr schönes Bild, guck mal, sieht auch klasse aus. Auch super. 4000, schön. 1500, ja, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr sein können. Irgendwie sind wir unterm verhext mit meinen 1500. Sogar draußen ein Bild gemacht, hat aber auch, finde ich, auch gut diesen Zimmercharme. Ne? Verstehe ich nicht, hätte auch mehr verdient. 4000, nichts geändert, so gelassen und 4000 bekommen, habe ich dazu was gesagt? Mir ist das Bild nicht in Erinnerung geblieben. Aber sieht auch gut aus. Ja. 4000, schön natürlich. 4000. 4000. 4000. Ihr seid echt gut. PS5, PS5. Hä? Freu mich, seit langem mal wieder 4000, noch Level 9 erreicht und nochmal 4000. Yes! Konnte im Mondstein schon alles kaufen, was ich wollte. Sehr gut. Auch schönes Bild. Ja, Casita-Zimmer. Ne? Ich werde immer schlechter anstatt besser. Ja, das kenne ich. Finde ich aber auch ein schönes Bild. Warum sieht dein Kopf sieht so riesig aus? Hä? Leider kann ich nicht mehr ranzoomen irgendwie. Warte. Warum ist der Kopf so gigantisch? Ja, ich komme leider nicht näher dran. Ist ein bisschen doof. Aber warum ist der Kopf so groß? Oder sieht das nur so aus durch die Haare? Das sieht aus wie so ein Wackelkopf. Ne? Oder diese Figuren, die diese großen Köpfe haben. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber schönes Zimmer, finde ich ansonsten. Ja, hättest du auch mehr verdient, finde ich. Ja. Hier, Unterwasserbild. Hier mit der Gabe immer noch 1200. Also im Film gibt's die nicht. Ah, aber das wäre meine, wenn ich dann eine hätte. Ja, vielleicht hätte man welche aus den Filmen lieber nehmen sollen, ne? Ja, auch sehr unter Wasser. Und du siehst natürlich auch noch aus wie Ariel, ne? Also es wäre für mich halt primär auch ein Ariel-Bild einfach. Da würde mir jetzt auch Mirabelle fehlen. Und es wäre halt so ein Badezimmer-Ariel-Bild. Da würde mir auch dieser Casita-Charme etwas fehlen. Da wäre, glaube ich, auch mehr rumgekommen. Aber es haben welche dafür abgestimmt, immerhin. Ne? Also viele haben es dann vielleicht dann doch, wie gesagt, gerafft. 4000. Olli hatte mir noch den Rat gegeben, etwas heller zu machen. Hatte aber leider nicht mehr die Zeit dazu. Dennoch 4000 Mondsterne, genau. Hätte ich nicht erwartet. Aber es war trotzdem ein schönes Bild. Ja, voll. Ne, wie gesagt, ich hätte den Charakter ein bisschen heller gehabt. Ne? Aber, ey, sieht trotzdem super aus, natürlich. Glücksstände geht weiter zum 8. Mal in Folge. 4000 Mondsteine. Paula Frühling, das Glück hätte ich auch mal gerne oder das können. Auch schön, ja. Ne? 4000 Mondsteine, 4000. Sieht auch cool aus, so Mimimuff, ne? Auch ein geiles Bild. 1200 Mondsteine, habe ein wenig mehr erwartet. Aber alles über 1000 ist in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht auch hier wieder zu viel König der Löwen. Da sehen die Leute dann vielleicht auch keine Gabe mehr drin, sondern sehen einfach noch König der Löwen. Ist am Thema vorbei, vote ich nicht für. Ja. 900, wow, da stellt man eine Gabe da, was ja die Aufgabe war. Man bekommt nur 900 Mondsteine. Nur weil es andere aussieht als die anderen Bilder. Und so ein mieses Ergebnis dann noch am eigenen Geburtstag. Das tut mir leid. Aber alles Gute nachträglich. Wirklich mies und ich mag dieses Bild einfach total. Ist auch ein schönes Bild. Ist auch ein schönes Bild, soweit ich sehen kann. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut, ne? Ja, es ist halt, wie gesagt, boah, ich wüsste halt auch nicht, welche Gabe es wäre. Die Gabe der, wenn ich jetzt raten müsste, die Gabe der vielen Statuen, würde ich jetzt sagen.
Schreibt mal gerne die Gabe nochmal in die Kommentare. Mirabelle ist aber da, ist natürlich auch nicht in einem Zimmer gemacht. Trotzdem hast du den Zimmerscharm gut getroffen. Ich kann deine Enttäuschung verstehen. Es ist ein sehr gutes Bild, auch toll beleuchtet. Diese Gaben, das haben die Leute nicht gecheckt zu 80-90%. Das haben sie nicht gerafft. Ich hätte es auch nicht gerafft, hättet ihr es mir nicht in die Kommentare geschrieben. Ich wäre auch so gewesen. Ich hätte gesagt, schönes Bild wäre für mich völlig am Thema vorbei, außer Mirabelle. Hätte ich jetzt als normaler Abstimmer gesagt, wenn ich das nicht gewusst hätte. Ne? Das tut mir sehr, sehr leid. Man darf manchmal einfach nicht mutig sein oder zu kreativ sein oder vielleicht zu sehr in dieses Thema reingehen. Einfach simpel denken, oberflächlich denken. Ja, aber ein sehr schönes Bild. Ich kann deine Enttäuschung nachvollziehen. Sandra 4000, ihr seht ja hier, diese Bilder haben einfach rasiert, will ich sagen. Ne? 4000 hier, weißt du was? Da konntest du nichts falsch machen. Ich hab's mir schon so gedacht. 900 Bullshit, wusste nicht, was ich genau da machen soll. Deswegen ist es okay. Ich hätte vielleicht eine andere Tapete noch genommen. Vielleicht anderer Boden, andere Tapete. Vielleicht noch ein paar Fenster, damit es noch ein bisschen Casita-mäßiger ist. Und vielleicht dieses Monster-AG-Fenster auch weggemacht, ne? Und ein bisschen den Brunnen weggemacht. Ich hätte noch mehr Casita, wie gesagt, gemacht. Mehr Mirabelle, mehr Encanto rein. 1500 ist okay. Auch hier, ne, es ist halt eher so ein Königszimmer. Es finde ich aber trotzdem noch Casita drin. Hätte auch mehr verdient, meiner Meinung nach. 4000, sieht auch super aus. 4000. Hier, Unterwasserbild. 4000, es geht doch. Guck mal. Sogar ohne Mirabelle. Ja, guck mal. Aber es ist auch ein sehr schönes Bild an sich. Ja, Wassergabe des Unterwasserseins. Oder Unterwassergabe. Ne, aber gar kein Casita-Charme eigentlich. Wirklich komplettes Unterwasserbild einfach. Aber man sieht, es klappt. Es geht tatsächlich doch, ne? Ich hätte gerne noch die Platzierung gesehen. Okay, da haben die Leute die Gabe gecheckt. Es ist sehr, sehr seltsam, ne? Ich weiß es auch nicht. 4000, 2500, ja, finde ich eigentlich auch nichts verkehrt dran, muss ich sagen. 1500 nur, boah, das ist wenig. Kann ich nicht nachvollziehen. Es kann natürlich auch sein, dass es so viele Casita-Bilder gab, die mehr gewotet wurden, dass man einfach aus dieser 4000 oder 2500 Kategorie rausfliegt. Es gab vielleicht so viele Bilder auf demselben Niveau wie sein eigenes Bild, nur irgendwann ist es natürlich voll und nicht jeder kann gewinnen. Vielleicht liegt es auch manchmal daran einfach. Ne, 4000, schön, 2500, da vielleicht noch Mirabelle rein oder sowas. 2500 Mondstein, hat auf das Thema nicht so wirklich Lust, hatten viele nicht, ne? Hätte auch mehr verdient, ne? Auch sehr schön, sehr positiv überrascht, das hat man auch gesehen, ne? Fand ich aber auch cool, das Bild. Aber auch hier, du hast gut den Casita-Charme noch eingefangen, aber trotzdem dein Wüsten, antikes Atlantis-Thema noch drin gehabt, weißt du? Bin zufrieden, aber beim nächsten Mal einfach wieder Blümchen und Glitzer. Finde ich aber auch ein geiles Bild. Ich finde, du hast Casita-Charme getroffen, aber das Eisding drin und hier so ein bisschen Wüste. Ich finde das ein tolles Bild. Ich finde die Gaben auch geil getroffen. Das hätte zum Beispiel auch mehr verdient, für meiner Meinung nach. Ne? 2500. Glückwunsch, Glückwunsch. Bin so jetzt zufrieden, habe sonst immer nur 900 bekommen. Sehr gut. 2500. 2500. Definitiv mit 4000 nicht gerechnet. Warum? Hier, 600. Mein Experiment brachte sogar noch 300 Mundstelle, mehr als erwartet. Einfach mal eins eingereicht, was komplett am Thema vorbei ist. Meine Gabe, Raumausstatterin. So. Ja, auch hier natürlich. Man erkennt natürlich jetzt nicht auf den ersten Blick Casita, ne? Es wäre für mich halt auch wirklich das Zimmer von Cinderella. Ne, da wäre zum Beispiel, das wäre für mich nichts mit Mirabelle, nichts mit Encanto, nichts mit Casita. Darum kann ich das nachvollziehen, dass es nur 600 bekommen hat. An sich ein schönes Bild, aber zu weit vom Thema weg, leider. Ja, kann ich nachvollziehen. 4000 natürlich, 4000, schön, 4000, 4000, 4000, wieder mal 4000, 4000. Haben wir nochmal so einen Ausreißer irgendwo, 4000, nur 900, das verstehe ich dann wiederum nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Hätte auch mehr verdient. Ja. Finde ich auch ein schönes Ding. 4000 hier, guck mal, wie schön. Olli, wir teilen uns denselben Platz. Ja, das ist seltsam. Das ist auch komisch, dass man oft denselben Platz einfach hat. Auch ein klasse Bild. Sieht auch mega gut aus. Und nochmal 4000. Ja, alles klar, Leute. Ja, die meisten haben wirklich 4000 mit den Casita-Bildern genommen, bekommen. Die Gabenbilder sind leider etwas abgekackt, so wie erwartet, ne? Aber das eine Unterwasser mit 4000 Mondsteine. Also richtig gut, es geht anscheinend doch, ne? Aber was lernt man daraus?
Manchmal muss man mit dem Strom schwimmen, aber ich finde das auch geil, wenn ihr mutig seid und kreativ bleibt. Ich finde das geil, ich finde das auch interessant zu sehen, ne? Ja, ich bin da vielleicht immer ein bisschen feige, ich denke mir einfach, ich gehe auf Nummer sicher, ich will 2.500, 4.000 Mondsteine haben, der Rest ist mir egal einfach, weißt du? Ja, hätte ich das mit den Gaben gesehen, hätte ich, oder das gecheckt, hätte ich wahrscheinlich auch eine Gabe eingebaut. Wäre dann vielleicht auch sogar gescheitert, ne? Ist natürlich auch mal ein bisschen Glückssache. Danke fürs Einreichen, danke vor allem euren Mut, dass ihr eure Punkte zeigt, eure Mondsteinergebnisse, ist nicht selbstverständlich. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Aktiviert gerne die Glocke und ja, schreibt gerne eure Meinung, Kritiken und eure Gaben nochmal in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream am Sonntag 20 Uhr wieder, zweijähriges YouTube-Jubiläum. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet oder beim nächsten Video wieder und bis dahin, ciao, ciao!